Hallo, in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Panzerglas am Handy richtig festkleben kann, ohne dass es jetzt verrutscht. Die Kunst liegt ja darin, dass das jetzt, sag ich mal, von den Rändern hier auch gleichmäßig überall ist und passt. Nicht, dass man das jetzt irgendwo schief klebt, der Rand jetzt hier doppelt so breit ist wie auf der anderen Seite. Das sieht nachher unschön aus. Das möchte man nicht. Und ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr das verhindern könnt. Wichtig ist, bevor wir das Panzerglas draufkleben, sollte auf jeden Fall das Handy richtig sauber gemacht werden. Ne? Die ganzen Fingerabdrücke, die man hier sieht, die müssen runter. Ich nehme dazu ein feuchtes Reinigungstuch, was man extra für Handy-Displays nehmen kann, und wische das jetzt richtig sauber, dass die ganzen Fettflecken ab sind. Und das Feuchte muss natürlich auch noch ab, weil das gibt uns nachher Blasen. Und dazu nehme ich ganz einfach so ein normales, ja, Brillenputztuch, auch extra ein Tuch für glatte Oberflächen, und poliere das Ganze dann nochmal nach und sorge halt dafür, dass das Handy dann auch komplett streifenfrei und fettfrei ist, weil das würde ich sonst alles nachher auf der Folie sehen und das möchte man nicht. Aus dem Grund muss das Display richtig sauber sein. So, wenn das richtig sauber ist, dann nehmen wir uns die Folie. Ich gucke jetzt schon mal, wie rum die raufkommt. Das hier ist die Unterseite, das ist auch beschrieben. Hier ziehe ich dann nachher den Kleber ab. Das lasse ich jetzt aber gerade noch. Das heißt, so rum kommt die Scheibe. Und der eigentliche Trick, um das jetzt gerade auszumitteln, ist der, dass man sich ein Stück Klebeband nimmt. Ja, handelsübliches Tesaband einfach nehmen, abreißen und dieses Klebeband. Das befestigen wir jetzt hier auf der Oberseite vom Panzerglas. Und jetzt richten wir das Panzerglas hier am Handy schon mal gerade aus, ne, dass es dann von den Abständen her richtig passt. Und dann klebe ich das hier fest und dann kann das Panzerglas nicht mehr verrutschen. Ne, und so habe ich dann gewährleistet, dass nachher auch die Abstände richtig passen. Das heißt, ich lege das jetzt so auf. So, achte jetzt wirklich darauf, peinlichst genau, dass die Abstände richtig passen auch. Und wenn das so der Fall ist, so wie jetzt in dem Augenblick gerade, na, ein bisschen noch, so, dann klebe ich das Tesafilm mir rum und schon kann es nicht mehr verrutschen. Das ist jetzt der eigentliche Lifehack und jetzt ziehen wir da hinten dann die Folie ab. Und machen dann einfach das Panzerglas drauf und dann ist es schon so gut wie fertig. So, wenn das drauf ist, gucke ich jetzt vorher nochmal, ob hier irgendwo ein Staubkorn eingeschlossen ist. Da ist aber nichts. Das heißt, ich kann jetzt dazu kommen, die Folie abzuziehen. Hinten von meiner Panzerglasscheibe. Das kann ja jetzt nicht mehr verrutschen. Das heißt, ich mache das jetzt ganz vorsichtig. Ziehe die Folie ab. So, aufpassen, nicht auf die Klebefolie fassen. Die Fingerabdrücke habt ihr sonst nachher auf dem Display. Das geht dann auch nicht mehr ab. Sieht unschön aus. Zack. Und jetzt muss die Folie hier nur noch gerade drauf. Ganz funktioniert das so. Ich muss das noch mal ein bisschen ausrichten. Wenn es dann richtig ausgerichtet ist, könnt ihr die Folie andrücken und zieht dann die Luftblasen runter. Ne, das Tesafilm hier kann ich jetzt abziehen. Man kann es sehen, ich zeige es mal hier von der nahen Sicht. Ich hoffe, man erkennt das, dass hier eigentlich die Abstände sehr gut passen. Und ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch die Luftblasen so ein bisschen rausmassieren aus dem Handy. Und dann ist die ganze Folie auch schon fertig geklebt. Hier an der Kante habe ich noch so ein bisschen Luft drin. Das massiere ich jetzt aber noch raus. So. Und ja, fertig ist das Ganze. Also fertig ist die Folie geklebt. So kann man dafür halt sorgen, dass es gleichmäßig ausgerichtet wird. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.